Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Der Aktionär TV Interview. In den vergangenen Tagen hat der DAX wenig Bewegung gezeigt. Wie es jetzt weitergehen könnte, das bespreche ich mit Thorsten Grisse von der Commerzbank, mir aus Frankfurt zugeschaltet. Ja, schönen guten Tag, Herr Grisse. Heute steht ja die EZB-Sitzung an. Morgen gibt es dann US-Arbeitsmarktdaten. Von welchem Ereignis erwarten Sie sich denn mehr Impulse vielleicht für den DAX? Ah, das ist natürlich direkt. In der Regel sind die Arbeitsmarktdaten ein bisschen schwankungsintensiver, weil die Amerikaner halt darauf achten und die halt den Ton weltweit angeben. Es spielt in der Regel aber in der Summe für die Chartanalyse nicht so richtig die entscheidende Rolle, welches Event größere Schwankungen macht, sondern es ist die Frage, wie sich das auf den Trend auswirkt, der am Aktienmarkt vorliegt. Psychologisch wichtig ist ja die 12.000-Punkte-Marke. Wie wichtig ist sie denn auch charttechnisch? Charttechnisch ist es eine interessante Marke, weil es halt eben kurz vor dem Punkt psychologisch ist. Ganz aktuell charttechnisch ist es nicht so eine interessante Marke, weil man bezieht sich auf, bei der Chartanalyse immer auf Höchststände und Trends. Und der Höchststand, der liegt ein bisschen höher. Das heißt also, wir würden erst überhalb von 12.150 Punkten wieder einen neuen Hoch machen und dann hätten wir da auch ein neues Kaufsignal. Wenn wir uns das Ganze jetzt mittelfristig anschauen, welche Marken sind da insgesamt noch interessant? Ja, mittelfristig gilt es sich beim DAX immer zu verdeutlichen, was für eine Marktbewegungsphase wir uns gerade befinden. Wir befinden uns in einem Hosse-Zyklus und innerhalb dieses Hosse-Zyklus in einer sehr starken Aufwärtsphase. Wir haben letztes Jahr im Dezember eine Rallye gestartet. Diese Rallye lief dann bis ungefähr Januar 2017 und hat seitdem ein etwas flachereres, das heißt eine langsamere Geschwindigkeit aufgemacht. Und innerhalb dieser langsamen Geschwindigkeit bewegen wir uns strukturell nach oben. Und dort liegt zurzeit ein kurzfristiger Aufwärtstrend vor, der liegt bei 11.930 Punkten. Und momentan, wenn wir halt eben jetzt im Umfeld der EZB-Zinsentscheid und der US-Arbeitsmarktdaten diesen Aufwärtstrend verteidigen, sehen wir auch ganz kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial. Wie verhält man sich denn als Anleger aktuell am besten? Als Anleger macht es durchaus Sinn, weiterhin bullig auf dem Markt gestützt zu sein. Das heißt also, Sie sollten nicht gegen den Trend spekulieren. Sie sollten, wenn Sie Neuinvestments machen, sich immerhin in Trendrichtung ausrichten. Das heißt in dem Fall aufwärts. Und dann sollten Sie, wenn Sie Ihre Investments haben, Sicherungsstops im Markt haben. Das heißt, wenn diese Trends nach unten verlassen werden, dann sollten Sie etwas vorsichtiger werden. Ein sinnvoller Sicherungsstopp kurzfristig wäre aktuell unterhalb der Marke 11.480 Punkte. Und mittelfristig unterhalb der 200-Tage-Linie. Thorsten Grisse, dann sage ich vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Und danke auch Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir haben auf den DAX aus charttechnischer Sicht geblickt mit Thorsten Grisse von der Commerzbank. Bis zum nächsten Mal.